Hallo und herzlich willkommen zu einem Egel-Update. Diesmal gibt es kein Egel-Paket, weil ich mir die 5 Bücher, die ich euch jetzt kurz in die Kamera halten möchte, die habe ich mir gebraucht geholt, diesmal günstig gebraucht. Außer eines, und zwar dieses hier, das Snuffhaus. Ich habe ein Abo beim Fester Verlag abgeschlossen. Man kann von jeder Rubrik eben ein Abo abschließen, dann kriegt man die Bücher automatisch günstig zum Erscheinungstermin zugeschickt, also zum Vorbestellerpreis. Und das finde ich eigentlich ganz klasse. Und nachdem ich die Extrembände eh alle haben will und alle lesen möchte, finde ich das echt super. Ansonsten habe ich mir die gebraucht bestellt und die waren in einem sehr, sehr guten Zustand. Dafür, dass es gebrauchte Bücher sind, also wenn man sich das hier mal so anschaut, die schauen sehr, sehr gut aus. Und nur hier sind die Seiten ein bisschen nachgedunkelt, aber ich meine, mein Gott, das passiert eben. Ich fange direkt mal an mit dem letzten, das ich gelesen habe, weil mir das wahrscheinlich auch am wenigsten im Gedächtnis bleiben wird, weil das für mich der schwächste fester Extremband bis jetzt ist, die ich kenne. Ich habe jetzt 15 Stück gelesen. Und von den 15 ist das das Schwächste, obwohl ich den Autor sehr schätze, und zwar Brad McBean. Ich habe von dem Autor gelesen Motel, dann habe ich gelesen Die Mutter und jetzt kürzlich erst Schmerz des Erwachens und fand ich alles super gute Bücher. Und deswegen habe ich mir von diesem Extremband sehr viel erwartet und auch das Cover finde ich total toll, so Comic-Style und gefällt mir echt gut. Das Buch heißt Buck und Jimmy ziehen nach Westen und geht darum, dass Buck ein Filmfreak ist, schon von klein auf, und er mordet sich durch den Westen, nach Hollywood durch und dreht total am Rad. Lernt Jimmy kennen. Jimmy ist so ein Junge, den er nicht umbringt, sondern den er mitnimmt und eben in die Lehren des Mordes mit unterweisen möchte. Und so begehen die beiden so einen blutigen Pfad. Ja, mich hat Buck sehr genervt. Und das Buch ist so ein bisschen im Drehbuchstil geschrieben, am Anfang zumindest dann immer. Von jedem Kapitel, das hemmt so ein bisschen meinen Lesefluss. Und ich bin irgendwie so gar nicht in die Geschichte reingekommen. Also so ab ein Drittel des Buches, hat ja nur 150 Seiten, ab so ein Drittel des Buches habe ich mir dann gedacht, oh, die Geschichte nimmt langsam an Fahrt auf und dann lässt es wieder nach. Also ich bin mit dem Buch nicht so zurechtgekommen. Aber ich habe auch schon sehr gute Kritiken darüber und Meinungen darüber gehört. Also das ist einfach wirklich Geschmackssache bei dem Buch, würde ich einfach mal behaupten. Dann habe ich gelesen von Brian Smith Rock'n'Roll Zombies in der aus der Besserungsanstalt. Und ich muss sagen, ich muss dazu sagen, ich mag Zombies nicht. Ich verstehe den Sinn von Zombies nicht. Zombies fressen Gehirne, um zu leben, und machen nichts Intelligentes. Sie morden. Ja, okay, aber dieser Band gehört zur Extremreihe und es ist der zweite Band aus dieser Reihe. Und dann wollte ich ihn natürlich unbedingt lesen. Und ich bin froh, dass ich es gelesen habe, weil das ist schon sehr eklig und sehr blutrünstig. Aber es ist so humorvoll geschrieben. Also das sind die Szenen so beschrieben, die kann man einfach nicht ernst nehmen. Das ist so lustig, das ist so ein ekelhafter schwarzer Humor. Und dann diese Morde, und es ist halt ein Extremband, ne? Und man muss den Humor mögen, und ich mochte das sehr gerne. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Buch und bin echt im Nachhinein froh, dass ich es gelesen habe. Geht eben um so eine Besserungsanstalt, wo Eltern ihre Kinder hinschicken, wenn sie zum Beispiel auf Metal stehen und sich gerne schwarz kleiden, also so ein bisschen rebellischer dann auch sind, wenn die da hingeschickt, und dann werden die gezüchtet, geschlagen. Unter anderem auch vergewaltigt und solche Sachen. Das ist dann natürlich nicht so toll. Und die erleben da reichlich blöde Sachen. Und dann kommen sie eben geläutert wieder nach Hause zurück. Und dann schlägt ein Meteorit ein. Und durch die Strahlung entstehen so ein paar Zombies. Und die treiben dort dann ihr Unwesen. Und ich fand es so komisch und so lustig. Und man konnte es auch gut lesen. Also Rock'n'Roll Zombies aus der Besserungsanstalt, auch für Leute, die nicht auf Zombies stehen. dann ging es weiter mit leider einer Enttäuschung, und zwar von Edward Lee.
habe ich gelesen, das Snuffhouse, das ist der neueste Band aus der Extremreihe, Band 26. Gibt jetzt 26 Bände. Mir fehlen auch jetzt gekauft, nur noch 8. Und 15 habe ich schon gelesen. Also muss ich noch 11 lesen. Ist jetzt nicht so schwer. Ja, das Snuffhouse ist die Fortsetzung von Das Schwein. Ja. Wenn das Snuffhouse nicht eine Fortsetzung wäre, wäre es ganz okay. Es ist für mich kein Extremband. Es ist schon so pervers und mystisch und auch so ein bisschen grausam. Aber es passiert nicht so viel in dem Buch. Aber nachdem das die Fortsetzung von Das Schwein ist und man das Buch auch nicht versteht, wenn man Das Schwein nicht gelesen hat, finde ich es schwach. Weil Das Schwein war echt cool, das war voll die Sauerei und Mord und Totschlag und mit Tieren und keine Ahnung, so richtig ekelhaft überzogen und keine Ahnung. Und das spielt halt 30 Jahre, jetzt musste ich spicken, 30 Jahre nach dem Schwein in dem gleichen Haus. Und es geht eben darum, dass es da drin eben spukt. Und ein Journalist möchte da drüber eben eine Story drehen oder soll darüber eine Story schreiben. Nicht drehen, schreiben. Und dann passieren da so Dinge eben. Ich will ja nicht spoilern. Und so an sich fand ich es jetzt gar nicht so schlecht. Und auch den... Ja, aber da man Das Schwein halt gelesen haben muss und dann immer an das Schwein zurückdenkt, ist es halt doof. fand ich es echt ein bisschen langweilig. Keine Ahnung. Ich hätte mir mehr Spannung. Ich hätte mir einfach eine würdige Fortsetzung von Das Schwein gewünscht. Mensch, Edward Lee, was tust du uns an? Ja, aber im Allgemeinen ist es jetzt nicht so schlecht. Also, ein bisschen langweilig dafür. Ich bin anderes aus der Reihe gewöhnt. Dann habe ich wieder was Lustiges gelesen, auch von Edward Lee und John Pelan. Und zwar Goon. ist auch wieder super lustig, hat glaube ich auch nur 150 Seiten. Das Buch habe ich auch in einem Rutsch ganz, ganz schnell durchgehabt. Geht um das Thema Wrestling, das sieht man hier auch. Ich lese mal kurz den Klappentext vor. Goon ist ein Gigant, eine Kampfmaschine im Wrestlingring, ein maskiertes Monster aus Muskeln und Samensträngen und offenbar ein Serienkiller, der seine weiblichen Fans vergewaltigt und verstümmelt. Davon ist zumindest Polizeiermittler Phillips Draker überzeugt. Auch die Reporterin Melinda Pierce ist hinter Goon her, indem sie sich den Wrestlern als willige Ringratte zur Verfügung stellt und Wünsche erfüllt, die sogar einen Pornostar kotzen lassen würden, will sie der Bestie in Menschengestalt näher kommen. Ja. Geht eben darum, Goon ist eben so ein super... toller, berühmter Underground-Wrestler, ewig brutal, die ganzen Ringratten stehen auf ihn. Ringratten sind irgendwelche dürren Mädchen, Groupies von Wrestlern eben, die gerne mit diesen Menschen schlafen und sich da vögeln lassen. Und ja, die stehen halt total auf Goon, aber Goon ist halt ein Killer und die Polizei will ihn eben auch schnappen. Super, super lustiges Buch. Sehr überzogen dargestellt wieder. Hat es gezogen, hoffe ich. Ist die Tür zugeschlagen. Super überzogen dargestellt. Ich habe sehr viel geschmunzelt. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gelacht. Und ja, einzig und allein der Polizist, den fand ich ein bisschen doof. Aber wahrscheinlich gehört das einfach so. Aber ansonsten fand ich das echt ein amüsantes Buch. Man muss Edward Lee halt einfach mögen. Und dann mein Highlight von den 5, und zwar Extrem Horror. Das sind lauter Kurzgeschichten von allen möglichen Fester-Extrem-Autoren. Da weiß man dann auch mal, was einen dann so erwartet, wenn man von den Autoren eben mehr liest. Es ist so ein Einblick, weil jeder auch ein bisschen anders schreibt. Und ich fand diese Anthologie sehr, 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 sehr toll. Erstens fand ich die meisten Geschichten, also gut, man hat immer ein oder zwei Geschichten, wo man sich denkt, hätte es nicht gebraucht. Aber wenn man Kurzgeschichten mag und sich nicht entscheiden kann,
was kaufe ich mir jetzt für ein Extrem oder wenn man mal reinschnuppern möchte, finde ich das echt ein richtig, richtig gutes Buch und mir hat es sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also ich liebe Kurzgeschichten einfach zwischendurch mal und ja, also die meisten Autoren, die sind echt richtig klasse und ich finde auch das Vorwort, das ist von Frank Fester, das ist auch der Herausgeber und das Nachwort, das ist von seiner Frau Inge Fester und eben vom Internet lauter Frauen und Menschen beantworten, warum sie eben überhaupt Horror lesen, was sie an diesem Horror reizt, an diesem Thema reizt. Und finde ich auch nochmal richtig charmant und interessant. Und es ist auch nicht so dünn. Also das hat jetzt hier 350 Seiten fast. Und wirklich, ich kann es so, so empfehlen. Fand ich echt gut. Jo. Jetzt habe ich wieder auf 5 extrem eklige Fester-Bücher vorgestellt. Die nächsten 5 werden kommen. Die nächsten 5 sind auch wahrscheinlich wieder kein Ekelpaket, weil ich jetzt noch 3 hier habe, ungelesen. Die habe ich eben gebraucht, besorgt. Und dann kommt noch ein Ekelpaket wahrscheinlich dazu. Und dann kaufe ich halt die restlichen noch, die mir noch fehlen. Das sind dann noch 3. Also 8 Stück fehlen mir noch und 11 sind ungelesen dann. Quasi von der ganzen Reihe. Und dann bin ich auch schon durch mit meinem ekligen, aber es dauert noch ein bisschen. Ein bisschen dauert es noch. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Erzählt mir mal, was ihr jetzt inzwischen aus dieser Reihe gelesen habt und wenn ja, was euer Favorit ist. Und ansonsten lest was Schönes und einen schönen Tag wünsche ich euch. Tschüss!